So, nach der Show aus Kaldes-Kaldowa kommen jetzt aus Berlin Freifechter von den Kamar. Freifechten, was das heißt, das werden wir euch selber erklären. Ich verziehe mich von der Bühne. Bühne frei für Jakob. Genau, das ist der erste Unterschied. So, und wenn Guido jetzt, das nächste, was wir anders machen, ist, wir machen das tatsächlich abfechten. Das heißt, wenn ein Treffer gelandet wird, Guido greift Marie an, Marie wehrt ab, schneidet seine Kniekehle, das ist ein gefährlicher Treffer, aber Guido ist noch nicht tot. Das heißt, er kann noch sich wehren. Dagegen muss Marie sich verteidigen. Jetzt ist Guido erledigt. Das Dritte, was wir anders machen werden, ist, und das ist sehr wichtig, weil das ist etwas, was unsere Show deutlich beeinflusst, wir führen keine Techniken aus oder zu Ende, von denen wir sehr genau wissen, dass sie nicht klappen werden. Das heißt, wir machen das in Zeitlupe. Guido greift noch einmal von oben an und er sieht schon, dass Marie in ihre hängende Hut gegangen ist. Wir machen das in Zeitlupe, ja genau. Dann kann er seine Technik nicht zu Ende führen, sondern muss seine Technik ändern, um einen Treffer zu setzen. Dieses zwischendurch Umentscheiden und etwas anderes tun, als man eigentlich tun wollte, sieht etwas mordlich aus, technisch unsauber, aber es ist genau das, worum es bei unserem Fechten geht. Okay, das nächste mache ich einfach einhändig vor. Wir zeigen eine Technik mit fernöstlichem Einschlag. Wir stärken auch nicht in Schönheit. Das heißt, mit einem Gedicht auf den Lippen können die Kinder bitte von der Bühne Abstand halten. Das ist gefährlich. Dankeschön. Das heißt, wenn ich hier einen Schlag mache und der klappt nicht, hier bin ich tot. Das Problem ist, ich stehe hier und sehe sehr hübsch aus, hoffentlich. Aber ich bin tot. Das ist nur nicht das, was im freien Gefecht tatsächlich passiert. Im freien Gefecht merke ich, Guido steht nicht mehr da, wo er... Schreib mal weiter, wir machen die Technik ganz, komm.
Er steht nicht mehr da, wo ich ihn möchte, aber das Bein kann ich trotzdem treffen. Jetzt bin ich tot und Guido hat ein Bein weniger. Kein gutes Ergebnis. Das heißt, was Guido tun muss, ist entweder mir komplett ausweichen. Hier habe ich nichts mehr, was ich schlagen kann. Oder meine Form so reichhaltig verderben, dass ich auch nicht mehr zuschlagen kann. Hier bin ich tot und das ist kein Problem für ihn. Die nächste Sache besteht darin, dass wir davon ausgehen können, dass unsere Gegner gut fechten können. Wenn ich also Doris über den Kopf angreife, dann weiß ich, dass ich ihn natürlich nicht damit ernsthaft treffen werde. Nicht erst seit gestern und er wird mich auf meinen Angriff warten. Das heißt, ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, wie zum Beispiel eine ernst gemeinte Täuschung. Denn wenn ich hier sowas mache wie, ich stecke jetzt woanders hin, wird ihr das bemerken und etwas Schreckliches mit mir tun. Was ich also tun kann, ist einen ernst gemeinten Angriff abtäuschen. Das muss klar werden, sonst ist es nicht mehr. Schlag kommt. Und jetzt gehe ich in eine andere Richtung runter. Jetzt kann ich allerdings eine Anschlusstechnik vorbringen. Hier bin ich noch nicht tot. Aber jetzt. Okay? Gut. Wir reden jetzt ganz kurz über Schilde. Wir haben hier ein großes Schild dabei. Und wir haben hier ein großes Schild, das ich gerade nicht nehmen kann. Und es ist gut. Also, Schwerter waren sehr teuer. Das heißt, was man nicht tun wollte, ist Klinge auf Klinge abwehren. Wenn das schief geht, habt ihr vielleicht beide bald kein Schwert mehr. Und ein Schwert war vielleicht so viel wert wie ein Dorf am Anfang. Gut. Jetzt habe ich hier ein Schild und kann das Schild versuchen, um den Schlag abzuwehren. Er kann gleichzeitig ihre Waffe binden. Ihre Waffe kann nicht gleichzeitig woanders sein und sie damit auch angreifen. Nun ist Marie mit einem etwas größeren Schwert ausgestattet, etwa 200 Jahre später. Und das erklärt, warum es dann nicht mehr so viele Schilde gab in der Schlacht. Denn sie kann im Winkel angreifen, wie Floris nicht so ohne weiteres kommt. Wenn sie zum Beispiel auf deinen Kopf geht, kann er sie in der Zeit nicht angreifen. Er muss allerdings sein Schild benutzen, das kann er gut. Also er kommt immer noch nicht an sie ran. Sie kann einen Schlag auf den Kopf antäuschen. Floris ist für einen kurzen Moment abgelenkt und hat einen Schlag in der Kniekehle. Das tut weh. Das tut weh. Das kann man auch beliebig variieren, zum Beispiel, indem sie einmal oben antäuscht, einmal unten, bloß ist nicht nur nochmal oben, nochmal unten und vor. Oder sie kann mit dem Trommel auf dem Schild, der muss sich dahinter verbergen, einen Rhythmus vorgeben und ihn brechen. Los, guck nach. Und tor. Aus diesem Grund haben sich die Schilde dann irgendwie ein bisschen erledigt in der Schlacht auch deswegen, weil diese Rüstungen in Wirklichkeit Schilde sind. Das ist ein bisschen kompliziert, ihr seht das. So ein Schild ist eine militärische Einrichtung. Diese Größe jedenfalls. Jetzt haben aber auch die härtesten Kriegsgesellen irgendwann freie Zeit und denken sich zum Beispiel, sie wollen in eine Kneipe gehen und eine Hafergrütze essen und vielleicht etwas vergorene Ziegenmilch trinken. Und jetzt ist so ein Schild wie das hier, wie ihr seht, unpraktisch, groß und schwer. So ein Handschuh wie dieser hier ist ebenfalls nicht gerade Ausgehmaterial. Was ich sicherlich mitnehme, ist mein Schwert, weil ich will mich unterwegs verteidigen können. Und dann begegne ich zum Beispiel der Luisa in der Kneipe. Und wir beide haben schon den einen oder anderen Schluck vergorene Ziegenmilch zu viel intus. Und Luisa sagt was Gemeines zu mir. Und ich schlage die Luisa
Und Luisa schlägt das, was von mir am nächsten an ihr dran ist. Meine Hand. Au! Und schon wieder geht's mir dreckig. Deshalb nehme ich ein kleines Schild mit. So eins hier. Einen sogenannten Buckler. Dieselbe Technik nochmal. Der Buckler ist also dafür da, die Hand zu schützen, den Körper zu schützen. Und man kann ihn als Angriffswaffe verwenden, weil er so klein ist. Kann man ihm auch den anderen mühelos ins Gesicht zimmern. Gerne waren Priester auch mit Haken und Bolzen versehen, um Klingen zu fangen oder mit scharfen Schneiden, um den Gegner ernsthaft zu beschädigen. Die beiden zeigen jetzt langsam eine Technik, denn in Wirklichkeit ist sie sehr, sehr schnell. Damit ihr euch ein bisschen einen Eindruck vermitteln könnt. Alles, was wir jetzt tun, ist frei gewesen. Keine Choreografie, kein Abspann. Nur langsam. Ihr seht, die Waffen werden und da wurde sie sein Kopf. Doris. Okay. Also ein bisschen langweilig, wir machen das mal etwas schneller. Dazu allerdings setzen die beiden Masken auf, weil das ist wirklich gefährlich. Denn der Kopf ist Trefferfläche. Bevorzugte Trefferfläche. Los geht's. Ihr seht, Handschutz und Schutz des Wortes ist sehr wichtig. Okay. Vielen Dank. Ihr seht. Danke. Zu schützen war wichtig und mit den Schusswaffen kam die Rüstung etwas aus der Mode. Aber man legte gerne zur besseren Klingenkontrolle einen Finger auf die Klinge, was eine blöde Idee ist, wenn ich hier keinen Schutz habe. Deswegen hat man sich clevere Dinge ausgedacht. Man brauchte keine schweren Waffen, um die Rüstung zu zerschlagen, sondern leichte, elegante Waffen, die mehr zum Stechen als zum Hauen geeignet waren. Natürlich, wenn er meinen Hals trifft, sei mal so nett, ein Jawcut. Das bringt mich natürlich auch um. Das heißt, die Dinger waren rasiermesser scharf, aber sie waren nur zum Schneiden, nicht zum Hauen, nicht zum Zerteilen gedacht und unglaublich schnell in den Spitzen. Wir sehen jetzt zwei Papierfechter. Mit historisch korrekten Masken. Mit historisch korrekten Masken. Wie gesagt, der Kopf ist primäre Trefferfläche auch beim Papier. Ihr seht, die schönen Handverzierungen haben ihren Sinn, sie schützen die Hände. Und los geht's. Erik ist nämlich Linkshänder, sonst sehen wir die Links. Erik. Stefan. So, das Problem ist, so ein Rapier ist keine sehr schwere Waffe. Das heißt, man stirbt nicht unmittelbar, wenn man nicht ins Herz getroffen wird oder direkt in den Kopf. Deswegen muss man abfechten. Das ist so viel eine etwas vornehme Formulierung für, ich habe die Gegner getroffen und mache mich aus dem Staub. Und dazu nutzt man auch zum Klingen fangen, entweder wenn man nichts anderes hat, seinen Mantel, wickelt ihn ein paar Mal um den Arm. Mit diesem Schwert könnte ich den Arm durchmachen, mit dem Papier hingegen nicht. Das heißt, es ist ein guter Schnittschutz und man kann den Mantel dem Gegner ins Gesicht wedeln beim Zustechen. Erik hat einen Parierdolch, danke. Dieser Parierdolch ist dazu da, die Klinge von Stefan abzuwehren und die eigene dann ins Ziel zu lenken. Gut, jetzt mal in Echtzeit.
Jetzt wandern wir ein bisschen durch die Jahrhunderte. Jetzt gibt es freies Sparring. Das heißt, gemischte Paare. Ihr seht, wir sind nicht alle 50 Zonen, eigentlich nur auf 12, 13 ist. Bei uns wird alles trainiert. Packer. Genau, wir rufen nach vorne mit dem Kopfschwert. Stefan und Sebastian, das Kopfschwert, die Kopfschwerter, die ihr seht, sind eine Weiterentwicklung des Rapiers, die Hand nun noch besser schützt. Und los geht's. Ein Treffer. Stefan, meinetwegen doppelt. Stefan ist fair. Oh, Sebastian würde ich sagen. Noch ein Treffer. Ja, Sebastian, ein schöner Treffer. Perfekt ausgewichen und gekontert. Ich rufe Luisa und Marie mit Einhändern, eine zeitlose Form. Auch sie mit den modisch korrekten Masken des ausgehenden 14. Jahrhunderts gekleidet. Hoppa, Luisa. Wow. Marie. Sehr elegant. Luisa. Ein noch, komm mal. Marie. Wir kommen jetzt zu den Langschwertern. Ich bitte den Fabian und den Luis nach vorne. Luis mit einem Schwert mit Parierhaken, schwer und sehr effektiv. Ein hervorragender Treffer von Fabian. Ein hervorragender Treffer von Luis. Meine Güte, so schöne Treffer heute. Oh. Luis. Fabian, geh mal raus und reinkommt Erhard. Erhard, so schnell kann es gehen. Leben noch alle? Ich glaube, es war Erhards Treffer. Kinders. Das würden die sich in der choreografierten Show nie trauen. Achtung, Achtung, Stopp, hinter euch. Ein Treffer für Erhard. Ein letzter noch. Ein Knauf von Luis und einige Fauststöße, um die Sache zu beenden. Hervorragend. Martin, komm mal rein. Okay, er hat es schon gegangen. Danke, Martin. Ja, ja, Martin, komm mal, genau. Martin und Erhard. Ein hervorragender Schlag von Martin. Ein Doppeltreffer. Ein weiterer Doppeltreffer. Ihr habt heute kein Glück. Ein letzter Treffer. Ich glaube, das war Erhard. Hervorragend. Mattis Gürtel ist gleich. Und Susu. En garde. Ein Treffer für Susu.
denke ich. Ein letztes noch. Flores gegen Guido hervor. Mit dem sehr großen Schwert. Knauf für Guido. Das war ein harter Treffer für Flores. Und Knie von Guido gegen Flores. Das war ein Doppel. Eine nicht tödliche Verletzung, gefolgt von einem Schädelspaltenanhieb. Und Treffer für Guido. So, einen letzten noch. Ja, noch ein. Und Siegtreffer für Flores. Und wir tauschen. Wir sind die Gruppe Jacama. Helm absetzen mit Handschuhen ist schwer. Kommt alle nach vorne, wir verbeugen uns. Wir sind die Gruppe Jacama. Wir freuen uns, heute hier aufgetreten zu sein und grüßen euch. Und wir raffen einsammeln. Los geht's.